Freunde, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das ist das krasseste Video auf meinem Kanal. Das war der Eskalationsurlaub schlechthin. Es ist alles passiert. Action, Unfälle, die pure Verzweiflung. Schaut einfach rein. Was zur Hölle? So, endlich wieder angekommen. Wie fühlt sich's an? Gut. Kurz Kontext für alle, die mich nicht abonniert haben, was eine Schande ist. Letzte Woche habe ich Zoe schon überrascht mit dem krassesten Urlaub, nachdem sie auf eine Weltkarte geschossen hat. Aber damit durfte nicht genug sein. Nach der Aufnahme ging es nämlich noch weiter. Geht runter und nach Hause. Oder vielleicht auch nicht. Und es ging direkt ins nächste Abenteuer. Warum filmst du? So, drin und jetzt können wir direkt wieder umdrehen. Umdrehen. Nein. So. Warum? Hä? Dann los, aufmachen, rumpacken. Wir fahren eine halbe Stunde hier weg. Was redest du? Wohin? Du wirst schon sehen. So, ihr musst dann schnell den Koffer umpacken und dann waren wir auch schon wieder im Auto unterwegs. Warum steht auf dem Navi 9 Stunden? Weil wir 9 Stunden dahin fahren müssen, wo wir jetzt hinfahren. Mm. Es wird einfach nur mega. Leute, wir sehen uns in 9 Stunden. Noch 4 weitere Stunden fahren. Zoe weiß nicht, dass wir so weit noch fahren müssen. Guck mal, wie kalt es ist. Komm mal raus. Wo sind wir? Wir sind im Winter Wonderland. Zum Glück habe ich dir eine Jacke mitgebracht. Denn wir sind jetzt nicht mehr in der Wüste. Ja! Wir haben jetzt auch schön Gemälde gemalt. Denkt ihr ehrlich, ich habe die richtigen Schuhe ausgesucht? Ich glaube auch, oder? Nein! Ich glaube, dümmer geht's nicht. Anstatt 10 Stunden waren wir dann 14 Stunden unterwegs. Aber ich habe endlich die Unterkunft gefunden. Da, wo die Sterne sind. Ja, wo die Sterne sind. Farmchalet Stabinger. Geil, da sind wir richtig. Wir waren in so einem richtig kacken Holzchalet. Oh, Alter, das ist unser Crib. Und die Aussicht, so grandios. Doch sieht man gar nichts. Und Zoe wusste nicht, was für einen krassen Ausblick sie morgen sehen wird. Wollen sie immer bleiben. Oh. Was? What? Boah, ist das krass. Krank, ja. Wir sind außerdem wirklich alle krank. Doch, dafür gab es keine Zeit. Wir waren auf einem riesigen Bauernhof und es gab einiges zu erkunden. Zoe, wie cool, da steht dein Name. Oh. Betreten, verboten, Gefahr. Hier sollen scheinbar irgendwelche Tiere sein. Guck mal, was für eine geile Locke der hat. Digga, was ist das für eine geile Frisur? Der Helmore ist der Ziegen. Oh, er scheißt. Johannes ist auch hier und Liesel. Hier sind einfach Katzen. Warum sind die einfach Katzenechte? So ist sie eingekesselt. Okay, das reicht auch schon wieder. Mir wird hier langsam langweilig. Ich habe direkt alle zusammengerufen ins Auto, denn ich hatte noch eine kleine, sehr große Überraschung für alle. Ich glaube, weihnachtlicher als hier kann es nicht sein. Ich glaube, da oben wohnt der Weihnachtsmann. Ich weiß ganz genau. Wir fuhren dann immer weiter in die Berge rein und meine Überraschung stand schon bereit. Es wird langsam ernst. Was steht denn da hinten? Was ist das da hinten? Ein riesiger Helikopter mit einem sehr verrückten Piloten. Es gab aber keine Zeit mehr zum Nachdenken, Zoe musste mit. Also wurde sie reingezerrt und es ging los. Ja, wie ihr merkt, das ist kein normaler Helikopterflug, sondern ein Stunt-Helikopterflug. Man sieht es relativ gut an Zoes Gesicht. Also wir sind ungefähr so geflogen von außen. Ja, es war auf jeden Fall spaßig für alle. Dann hat er seinen berühmten Freefall gemacht. Meine Hose ist gerissen beim Flug. Oh nein. Nein. Geil. Frisches Süßwasser. Alter, ich glaube, frischeres Wasser kann man glaube ich nicht trinken als hier. Schau dir mal das an. Bist du bereit? Entenpisse. Doch das reichte mir noch nicht mit der Action an dem Tag. Wir haben uns hier versammelt, um eine sehr, sehr dumme Aktion zu machen. Wir haben hier einen Quad. Und wir haben hier ganze Leute. Ihr könnt vielleicht schon denken, was wir jetzt damit machen. Es gibt hier nämlich aktuell keine Skipisten, die offen haben. Deswegen machen wir uns jetzt unser eigenes. Okay, es funktioniert doch super blendend. Ja, das funktioniert doch super. Jetzt ihr! Seid ihr bereit? Oh nee, weil es richtig wehtun dann wird am Arsch. So, wir brauchen über das Testobjekt, ob das Ganze funktioniert. Das ist dumm. Und es hat wirklich super funktioniert. Und deswegen sind wir Vollgas gegangen. Das war ein entspannter erster Tag, dachten wir auf jeden Fall. Denn zu Hause wartet uns doch eine giga beschissene Überraschung. Johannes wollte gerade nur kurz einkaufen fahren. Und jetzt kriegen wir gerade so ein Bild, dass wir mit dem Auto einfach abgerutscht sind. Oh Gott, oh Gott.
Das ist jetzt nicht unser Ernst. Ich hab euch gesagt, die Strecke ist nicht geeignet dafür. Nein. Jetzt müssen wir da ganz schnell hin und sie retten. Wenn wir es schaffen, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, die da zu retten. Wir müssen auf jeden Fall buddeln. Let's go, komm schnell. Digga, was haben die sich dabei gedacht, hier hinzufahren? Was haben die sich bitte dabei gedacht, hier hinzufahren? Also das ist ja wirklich die Idee der Ideen gewesen. Genau, wir sind jetzt hier irgendwo nirgendwo, die Sterne sind draußen. Wir retten sie jetzt, komm. Also das ist einfach der Moment, wo man sich fragt, wie kommt man darauf, dass das hier eine gute Idee ist, reinzufahren? Da hinten ist das Licht von den Vollidioten. Wir mussten dann selber noch 20 Minuten den Berg hochlaufen, weil wir selber nicht stecken bleiben konnten mit dem Auto. Als wir ankamen, war schon ein Traktor da, aber selbst der hat es nicht geschafft, das Auto rauszubekommen. Ihr seid nicht mit dem Traktor rausgekommen? Boah, was? Aber warum das denn? Oder wenn du einmal euch alleine irgendwo fahren lässt, ne? Dann passiert sowas, Digga. Kann man nicht mit Anschieben da rauskommen, Digga? Den Satz solltet ihr euch noch merken. Bruder! Was zur Hölle? Digga. Auf jeden Fall, wir haben jetzt die Lösung gefunden. Wir verkaufen das ganze Ding einfach auf eBay. Nur Selbstabholer. Das heißt, ja, da haben die das Problem. Ab nach Hause, Freunde. Let's go. Haben wir geschafft. Leider hat sich keiner auf die eBay-Kleinanzeige gemeldet. Das heißt, das Auto musste weg. Wir waren auch schon über eine Stunde da. Erinnert euch noch, was ich am Anfang gesagt habe. Kann man nicht mit Anschieben da rauskommen, Digga? Ich habe einfach meine ganze Kraft zusammengenommen und wir haben versucht, zusammen das Auto da rauszuschieben. Kein Traktor konnte das Ding bewegen, aber wir, das Hey-Team, hat es geschafft. Ja. Oh, Junge. Eieiei. Wie haben wir das gerade mit unseren Händen rausbekommen? Bucht mich nicht als Reiseführer. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Und so ging das Hey-Team wieder glücklich nach Hause und machte sich bereit für den nächsten Tag. Das ist das Hey-Team, ja. Flash des Hauses. Hallo. Hallo. Er hat auf jeden Fall eine Störung. Wir haben gesehen, dass die Skigebiete auf einmal aufgemacht haben. Und ich wollte das erste Mal in meinem Leben Skifahren. Ich dachte, das wäre easy peasy, da kann man doch kurz runter, das ist doch kein Problem. Dann habe ich gemerkt, wie unfassbar schwer es ist und ich habe es gar nicht geschafft. Ich habe wirklich fast 2 Stunden versucht, da irgendwie Ski zu fahren. Es hat irgendwann geendet, dass ich da irgendwo in so Netzen verfangen bin. Moritz, wie sieht's aus? Skifahren hat's ja erledigt für Moritz. Was? Und ich habe einfach gesagt, komm, ich höre auf. So, Freunde, wir sind komplett gebrochen. Ich schaff's nicht mehr, leider. Ich weiß nicht, warum. Ich hab die ganze Zeit hier an der Seite so ultra krampfig Wasserski geht, Skaten geht, Skifahren. Da muss ich nochmal wiederkommen. Hab dann nochmal probiert, Snowboard zu fahren. Brauchte Hilfe von 10.000 Kindern da. Danke euch auf jeden Fall nochmal. Ich bin wirklich kein Skifahrer, kein Snowboarder, glaube ich. Ja, das war wieder der Giga-Fail. Alles unfassbar. Es sieht so einfach aus. Und los. Let's go! Danke dir, der beste Skilehrer. Der beste Skilehrer durfte dann auf Tesla fahren und hat Hey-Kaugummis bekommen. Richtig nice! Wir haben uns auf jeden Fall revanchiert dafür, dass er 1000 Mal mich hochheben musste. Aber wir haben noch einen Ehrenmann getroffen, der uns einfach mit so einem Schneemobil hochgefahren hat. Ja, die Welt ist für dich so hochgefahren! Dann sind wir mit so Schlitten runtergefahren und das war wenigstens dann noch ein bisschen lustig. Man muss aber wirklich einfach sagen, dass alle Leute da so unfassbar nett sind. Also ich kann nur empfehlen, dort Urlaub zu machen. Vor allem die Stabinger Chalets. Hab wirklich alles organisiert, von dem Helikopter bis zu dem, was gleich kommt. Und das wird nochmal sehr krass. Also wirklich vielen, vielen Dank. Davor haben wir aber erstmal ein schönes kleines Fan-Treffen gemacht. Denn es haben mich so viele Leute da in der Stadt erkannt, das war unfassbar. So viele Leute wollten Hey-Gab haben. Ihr seid wirklich überall. Aber ich muss mich bei euch entschuldigen. Die Kids mussten so lange warten, bis ich dann endlich mal nach Südtirol fahre, damit ihr dann von mir Hey-Gab geschenkt bekommt. Das muss ein Ende haben. Jetzt kann sich nämlich jeder Hey-Gab bestellen. Ob ihr in Österreich wohnt, ist es total egal. Für alle, die sich keine holen konnten, weil es ausverkauft war, es gibt jetzt eine Möglichkeit. Das Ganze ist nur für kurze Zeit bis Weihnachten. Und ihr habt die Möglichkeit, einen 2000 Euro goldenen Kaugummi zu gewinnen. Also schaut auf jeden Fall schnell vorbei. Let's go. Sollte der Tag aber noch nicht vorbei sein. In der Nacht hat der Ossi von der Stabinger Alm einfach noch 3 Schneekatzen organisiert. Sind die für uns? Alter, was? Die kommt für uns, ne? Ey, was ist das für ein Urlaub, Alter? Die meinst du, es kommen irgendwelche Katzen? Das sind scheinbar die Katzen. Wir haben 1, 2, 3, 4 Katzen. Und mit denen der gestörteste Fahrer, den ich jemals kennengelernt habe. Alter, ich hatte wirklich Todesangst. Jägerhütte, gell? Jägerhütte! Am letzten Tag haben wir im Internet gesehen, dass es Alpakas gibt und ich wollte schon immer mal Alpakas sehen. Aber es sollte natürlich mal wieder nicht der entspannteste Tag werden. Das ist
sind sie. Da sind sie wirklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da sind sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie kommt. Oh mein Gott, es kommt. Es kommt. Oh mein Gott, es kommt. Oh mein Gott, das eine. Was ist das denn mit den Ohren da hinten? Oh mein Gott, das sieht aus, das so traurig aus. Warum sieht das so traurig aus? Das ist der internationale Alpaka-Ruf. Die hassen dich. Die hassen dich alle. Und dann, genau dann, wenn wir abreisen wollten, kam auf einmal die größte Schneewelle. Das heißt, mein Auto musste mit einem Traktor den Berg runtergebracht werden. Wir müssen jetzt hier mit dem Traktor weggezogen werden. Da hinten steht er. Und es war wirklich eine sehr gruselige Rückfahrt. Ob wir es überlebt haben, seht ihr nächste Woche. Ja gut, ich rede natürlich noch in diesem Mikrofon. Das heißt, wahrscheinlich habe ich schon überlebt, aber naja. Wir sehen uns nächste Woche. Schneller ist der Blitz, viel größer als gedacht. Denn mit 130 Klicks dachte niemand, dass ich Nein! Meine so. Mama ruft mich an. Deine Mama ruft an? Ja. Ja, du hast gerade was zu tun hier. Du bist gerade beschäftigt. Wo bist du? Ich hab ein Moritz in Auto.